Alles klar, ich akzeptiere deine Herausforderung. Unter der Voraussetzung, dass wir das Budget auf ein Minimum begrenzen. Ich habe gerade keine Kohle mehr. Einverstanden. Perfekt. Es ist Zeit für ein Duell. Ich ziehe. Zuerst beschwöre ich den unheimlichen Schneemann. Alter, warum schreist du so? Ich sitz genau vor dir. Er hat 2100 Angriffspunkte. Und jetzt lege ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Gut, ich ziehe. Und jetzt spiele ich den Topf der Gier. Diese Karte erlaubt mir Ich weiß, was Topf der Gier für einen Effekt hat. Oh, entschuldige bitte, du scheiß Besserwisser. Ich ziehe zwei Karten, lege drei Karten verdeckt und beende meinen Zug. Deine Mühen sind vergeblich. Ich beende das jetzt. Ich ziehe. Zuerst aktiviere ich den Effekt meines unheimlichen Schneemanns. Damit spezial beschwöre ich einen Schneetoken. Was soll das werden? Ich habe kein Token dabei, also benutze ich das hier stattdessen. Das ist eine beschissene Banane. Und jetzt sieh genau hin. Ich opfere meinen unheimlichen Schneemann und meine Banane und spezial beschwöre meinen blauäugigen weißen Drachen. Was zum Fick machst du da? Ich hab den blauäugigen weißen Drachen beschworen. Ich mach die Soundeffekte dafür mit meinem Mund. Okay, hör zu. Können wir einfach dieses scheiß Spiel spielen? Wir brauchen keine Soundeffekte oder fancy Hologramme oder Bananentokens. Es ist ein Kartenspiel für Kinder! Kann ich wenigstens meine Angriffe laut rufen? Ich sitze genau 30 Zentimeter vor dir, blauäugiger weißer Drache. Los, greif seine Lebenspunkte direkt an! Oh! Spiegelkraft.